fertig bekommen für ein neues Video von mir. In 2 Tagen habe ich ja Geburtstag. Ich habe heute noch ein Geschenk bekommen. Und davon habe ich noch das hier bekommen. Da zündet man Feuer an und dann legt man auf den Kuchen. Ich bin YouTuberin. Wie geht's euch? Let's go. Heute gucken wir, welche Frisur ich am besten mache. Jetzt warte mal kurz hier. Hab mal die Sachen geholt. Jetzt kann ich mal meine Haare. Erstmal können wir die Haare. Also ich mache heute ganz allein das Video, ohne niemand. Ihr nehmt ein bisschen Wasser dann. Gerade, ihr seht es ungefähr. Dann nehmt man den Kamm. Der ist ganz, ganz neugierig. Hier ist noch die Kammer. Soll ich euch die zeigen? Hier. Das macht immer Licht. Ich bin ja die YouTuberin. Die muss ich gerade auf mich zeigen. Mein Bruder Nadel. Er hat mir die extra so für immer für eine Woche gegeben. Und ich sag ihm bald, die Gotten für mich. Also, Mama. Mama. Mama, fügt Ulele Nadel ja Kini, ja. Kann Nadel mir das geben? Danke. Okay, meine Mutter sagt ja. Also, ich hoffe, das Video gefällt euch gleich. Ich liebe eigentlich meine Mutter am besten. Auch meinen Bruder am besten eigentlich, weil er mir das geschenkt hat. Diese Haare werden exzellent. Und ich bin noch klein. Guckt. Ich zähle 10 ab extra. Guck. Ich bin nicht so groß, also. Habt ihr gesehen? Okay, wir legen schon mal los. Au, ouch. Ey Leute, ich bin da gar nicht warm. Ich weiß nicht, wie ich mich jetzt konzentrieren soll. Ey, ich freue mich, dass ich auf YouTube bin. Mach einen Kommentar auf. Ihr seid die Besten. Ciao, ciao. Amerika, Amerika. Nein, nicht Amerika, Amerika. Deutschland, wir sind zurück. Spanien war schön, Wetter war schön. Aber wir brauchen das hier. Wir brauchen das. Wir sind hier aufgewachsen. Wir sind Berliner Straßenratten, Mann. Wir brauchen das. Berliner Straßenkinder. Wir brauchen diese Beton, dieser Asphalt, diese Straßenbahn, was an deinem Kopf vorbeifährt. Du denkst, du bist unter diese Schienen. Wir brauchen das. Berlin, wir sind back. Back in the city. Wie geht's dir, Bratan? Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Jindawi Bowl, veränder dein Leben. Du bist müde und gestresst, du hast keine Ahnung, was du mit deinem Leben anfangen sollst. Depression, Durchfall, manchmal, nicht immer. Du hast Hunger, aber du willst gesund essen und nicht schlechte Gewissen haben nach deinem Essen. Du willst komplett dein Leben verändern, du willst in deinem Leben erfolgreich sein. Dann gibt es nur eine Lösung für dich. Die Jindawi Bowl. Die Jindawi Bowl, was sind die Zutaten? Alles steht auf der Verpackung, muss ich euch doch jetzt nicht extra sagen. Müsst ihr euch selber angucken. Ist erhältlich nur in Berlin, exklusiv, in anderen Städten nicht. Wenn du das haben willst, musst du nach Berlin kommen, du falscher Profi. Aywa. In die beste Bioqualität. Bei Nebenwirkungen, Risiken, rufen Sie einfach Polizei. Aywa. Paket ist abgeholt. Ab zu Babywalz. Was ist Babywalz? Ein Babyladen. Jana. Wir brauchen ein paar Sachen, Leute. Okay, welche Mütze findest du schön? Ich finde die schön. Ich finde die schön. Die? Ja, okay. Warte, die holen wir einmal. 3 bis 4 Monate. Genau perfekt für Imani. Ach so, du machst die Ausländertaktik. Natürlich. Ach so. Ja? Du kaufst jetzt, damit wir nicht in einem Monat nochmal neu kaufen müssen. Ja. 3 bis 4 Monate. Denkst du, das passt ihr? Natürlich nicht. Und wenn ihr das nicht passt, passt es ihr in einem Monat. Ja, Mann. Gute Taktik. Was brauchst du jetzt? Dünne Mützen. Für was? Wenn sie schlafen geht, Nazir, sind ihre Ohren kalt. Sie braucht eine dünne Mütze, wenn sie schlafen geht. Also eine Schlafmütze. Ja. Sie braucht eine Schlafmütze, die Schlafmütze. Versteht ihr? Ich kann auch Witze machen. Ich kann auch gute deutsche Witze machen. Das ist auch ein Gebiet von mir. Und ja, Applaus wäre jetzt gut. Schlafmütze, du Schlafmütze. Steht nicht umsonst einfach Deutsch in meinem Pass drin? Nein, da steckt auch was dahinter. Ey, was?
Jetzt brauchen wir einen Heizstrahler. Das möchte ich benutzen, nachdem ich Imani geduscht habe. Dann mache ich das an, damit ihr nicht kalt wird. Oder wenn ich sie wickel oder so, dann kann ich es auch anmachen, dann wird ihr auch nicht kalt sein. Also ein Heizstrahler. Wenn mir kalt ist, halt deine Schnauze, Nada, wärm dich auf. Bei ihr Heizstrahler. Hast du schon mal einen Heizstrahler für mich gekauft? Nein. Warum nicht? Weil du hast keinen nötig. Du wärmst dich von alleine. Wie wärme ich mich von alleine? Sehe ich aus wie eine Heizung? Ich will auch einen Heizstrahler. So, alles erledigt. High five, du Patata. Starke Leistung. Ey, ja, guten Morgen, ja, Baba. Guten Morgen. Anhörung zu Imani Jindawi. Warum hast du uns nicht schlafen lassen? Schuldig. Dein Sohn ist ein Gangster. Wallah, das, was ihr seht, davon hat Luisa geträumt. Und jetzt ist ihr Traum wahr geworden. Ich erzähle euch eine Geschichte jetzt. Damals habe ich mit Sport angefangen, da war ich glaube ich so 13 oder so. Und ich habe immer in meinem Zimmer Sport gemacht. Ich habe einfach YouTube-Videos angemacht und Sport gemacht. Meine Mutter hat mich nicht im Fitnessstudio angemeldet damals, weil sie fand, ich werde nicht regelmäßig hingehen und so, sie fand es unnötig. Egal. Ab diesem Moment habe ich mir einfach nur gewünscht, ein eigenes Fitnessstudio zu haben. Und jetzt... 9 Jahre später habe ich mein eigenes Fitnessstudio. Ich bin stolz auf uns. Ich bin stolz auf dich. Warum? Weil du einfach stabil bist. Hey. Das Fitnessstudio ist noch nicht ganz fertig, aber wir sind schon relativ weit. Hier könnt ihr einmal Imani sehen, sie schläft. Hier haben wir einmal Kurzhanteln für Bizeps. Da haben wir hier so Bälle, Matten. Ja, Nedr, ja, was soll ich dazu sagen? Die Leute wissen auch ein paar Bälle, Matten. Wie heißt das? Sexy Balancing Ball. Wir sind im Block, wir gehen jetzt Falafel essen. Falscher Fofi ist out. Weißt du, was du jetzt bist? Du bist jetzt ein Batata. Du bist ein Falafel. Wow. So etwas Seltsames hatte Henry noch nie gesehen. Was um Himmels Willen soll dieser Lärm? Und was im Namen der Bienenkönigin treibt ihr da? Oh mein Baby. Wusstest du, dass die Milch der Säugetiere wie verzaubert ist und allen Babys das gibt, was sie zum Wachstum brauchen? Ja, Batata. Ja, Baba. Wie geht's dir, ja, Baba? Wenn wir nicht gestorben sind, leben wir noch. Seid eingeschlafen.